Willkommen zur neuen Story Armes Deutschland, Schulklo Edition. Placey! So, das erste. Wie soll man das anfangen? Wie soll man so eine Story anfangen? Ich weiß das nicht, ey. Das ist einfach so behindert gewesen, auf jeden Fall. Irgendwann, eines Tages, war einfach in der Mitte vom Boden von der Schultoilette, lag halt einfach Scheiße rum. Und dann. Ich glaube, die Leute haben die noch dann so rumgeschmiert oder so, aber da lag halt dann so irgendwie so Scheiße rum so. Und dann hat sich halt so jeder gefragt, wer das halt dahin gemacht hat. Na, erstmal nichts passiert so, und dann irgendwann hat Herr Steckmann, der war immer so berühmt für seine Durchsagen, der hat immer so, keine Ahnung, wie soll man das beschreiben? So, der hat so wie so ein, der hat immer so Reden gehalten bei seinen Durchsagen. Das waren so richtige. Das war echt cool, so. Das, so amerikanische Highschool-Flair. So. Also der hat immer so Reden gehalten jedes Mal. Und das war ein echt cooler Direktor, ja. Auf jeden Fall, ne? Diese Durchsagen, die der gemacht hat, die waren so wie so ein Meme halt so, ne? Das war damals wie so ein Meme. Dann, das könnte man so sagen. Und dann war das halt immer so. Da war diese Scheiße halt, ne? Und dann irgendwann in der Mitte des Tages, wo das halt passiert ist, kommt dann halt so eine Durchsage von dem, ne? Und ja, wie gesagt, hat er immer so richtig pompöse Durchsagen gemacht, und dann macht er diese Durchsage halt, ne? Und erzählt halt einfach, wie beschissen das, wie enttäuscht er einfach von der ganzen Schule ist, dass das so passiert ist und so, bestimmt so 10 Minuten lang oder sowas, wie enttäuscht er von der Schule ist wegen dieser Scheiße und so, und dass wenn er den findet und so, dass das, wisst ihr, was ich meine, der war richtig traurig einfach, dass das passiert ist so an seiner Schule. Das war richtig, ich weiß auch nicht, was da los war, halt nur wegen dieser Scheiße im Endeffekt, ne? Ja, das war richtig behindert. Auf jeden Fall ist das lustig gewesen. Aber der Direktor, der war auch für viele andere lustige Geschichten, die kommen noch irgendwann später, der war da zuständig. Der war echt ein cooler Typ. Der ist leider früh gestorben jetzt, aber das war ein lustiger Typ. Da muss man wirklich sagen, da kommen noch ein paar wirklich gute Storys mit dem. Könnt ihr euch drauf freuen. Die werden sogar vielleicht noch besser als diese hier. Weil, ne? Okay, Mini-Story-Time. Meine erste Eins und mein erster Kuss, also meine erste vernünftige Eins und mein erster Kuss liegen keine 4 Tage auseinander. Das war eine gute Woche, sage ich euch. Bis zum nächsten Mal.